So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender hier auf YTLP. Und heute spielen wir am 15.12. 6 Tage bis zum Weltuntergang, spielen wir Finding Santa. Und ich würde mal sagen, wir starten das Spiel mit einem Click auf New Game und erasen das vorherige Spiel. Und das Ziel dieses Spiels ist es, immer den richtigen Santa zu finden und Weihnachten damit zu retten. Und Level 1. Das erste Level besteht daraus, zwei Typen mit Grünen zu finden. Und da ist schon der erste. Wow, das ist gut, das ist gut, das ging schnell. Wenn nur diese komischen Schreie kommen, dann wenn da jemand ist. Wir können uns hier so nach oben, unten, links, rechts bewegen. Und da ist schon der nächste. Da. Wow. Nicht schlecht, ich hab das gefunden. Eigentlich wollte ich noch was zeigen. Nun gut, Level 2. Wir müssen die Diebe finden, okay? Und da sehe ich schon den ersten. Das ist ja, das geht schnell, das ist gut. Man kann hier auch ein paar Sachen so öffnen und schließen. So, klick, klick. Und man sieht halt, alles ist immer so ein bisschen in Bewegung. Deshalb muss man halt immer genau gucken, ob man nicht eventuell doch den schon findet, den man braucht. Es ist halt so Wimmelbild. Da ist er schon. Wie zum Beispiel dieses Finde Walter oder so. Da gibt es so Bücher, die habe ich immer gerne gemacht. Früher. Und 764 Punkte haben wir. Da oben ist unsere Zeit. Und als nächstes Level 3. Größere Map. Wir können jetzt nach rechts noch weiter. Und die Santas, die einem von einem weggucken. Da bin ich eben stecken geblieben, als ich angespielt habe. Und ja, es ist nicht leicht. So, die Santas, die von einem weggucken, müssen wir jetzt finden. Und dafür suche ich mal ein bisschen raus. Weil man sieht, das Ding ist ja nicht leicht. Und da ist schon der erste. Und man muss einfach irgendwie versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Nein, nein, nein. Und man, es ist, es ist grausam. Es sind einfach so viele und jetzt, vor allem wenn es so ein bisschen hängt, ist es relativ schwer, überall gleichzeitig hinzugucken und den richtigen zu finden. Na gut. 3 von 4 steht da oben. Ich weiß jetzt nicht, ob 3 von 4 heißt, wir haben 3 von 4 oder müssen noch 3 von 4 finden. Auf jeden Fall sehe ich zurzeit keinen weiteren hier. Das heißt, ich öffne mal ein paar Türen und gucke da rein. Nein. Dann fahre ich das Ding hier runter und decke die da unten wieder mit ab. Und ja, da ist auch keiner. Machen wir mal da auf. Und da habe ich einen gesehen. Da. Ja, komm, ich will dich. Oh, das sind sogar 2. Anklicken. Und es fehlt nur noch einer. Oh Gott. Hoffentlich finde ich den. Und ich will dich so früh verkacken. Jetzt sind erst 3 Minuten in der Aufnahme. Na, wenn ich jetzt ein Level pro Minute schaffe, wäre das ja schon ganz gut. Nun gut. Und die Musik nervt nicht kein bisschen, aber man macht sie auch irgendwann aus, indem man da klickt. Und ich sehe immer noch nicht den letzten. Den letzten. Ich mach mal hier die ganzen Türen auf. Und da ist er. Yay, das war gut. Level 4. Wir müssen die 4 mit den grünen Hüten finden. Das sollte relativ leicht gehen. Das sieht man nämlich so auf den ersten Blick. Da war schon der erste. Eigentlich. Nein, da ist er auch nicht. Da ist auch keiner. 3 von 4 müssen wir noch finden. Und da ist auch keiner drin. Ja. Dann machen wir mal hier die Türchen auf. Nein, das ist er auch nicht. Und dann gucken wir doch mal hier überall rein. Wenn ich den hier irgendwo finde, dann ist das schön. Und da. Nicht im Fahrstuhl verschwinden. Hallo, ich habe auf dich angeklickt. So, okay, doch. Das heißt, uns fehlen nur noch 2. Und da ist der nächste. Da. Yay, Wimpel. Und da ist noch einer. Super. Ich habe 4 geschafft. Wow. Also, ich empfehle wirklich rauszuzoomen. Man sieht einfach mehr. Und jetzt ist die Map nochmal größer geworden. Und jetzt müssen wir die Typen finden, die 6 Stück finden, die keine Mütze haben. Da ist einer. Hallo, ich habe auf dich geklickt. Jetzt müssen wir noch 5 finden. Ich werde jetzt gerade ein wenig leise, weil ich versuche, irgendwie einen Überblick zu kriegen.
Ich glaube nicht, dass das geht. Und hier sind wir schon wieder links am Ende der Map. Und da. Yay. Endlich eingefunden. Oh Gott, jetzt geht's hier nochmal nach unten. Einmal bitte alles öffnen. Ich will euch finden. Die Santas, die kein Head aufhaben. Und hier ist keiner. Soweit ich das sehe. Was ist das? Ach, da werden die hochgebounced. Okay. Ich sehe gerade keinen. Deswegen wechsle ich hier nochmal das Zeug. Und ich werde zu leise. Ich muss was sagen. Was denkt ihr eigentlich so vom Weltuntergang? Ich meine, sollte ja auch schon vor 100 Jahren und vor 2 Jahren und vor 30 Jahren sollte die Welt ja schon 80 Mal untergehen. Voll logisch. Vor 2 Jahren und vor 10 Jahren. Da ist noch einer und da ist noch einer. Sollte die Welt schon untergehen. Deswegen sind das 80 Mal. Ja, ihr versteht meine Logik. Okay, dann fehlen nur noch 2. Die sollten noch findbar sein. Auf dieser unglaublich viel zu großen Map. Nein, die Map hat die richtige Größe. Es ist alles nur kein Skill und so. Nicht wirklich, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich immer noch gerade keinen weiteren ohne Hütchen. Und das mache ich nochmal auf. Da habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht drin geguckt. Da muss ich nochmal runter machen. Da. Gut, dann haben wir den nächsten. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Der letzte ist immer am schwersten zu finden. Und da mache ich auf, und da mache ich auf, und da mache ich auf. Um ihn eventuell zu erwischen. Und dieses Spiel nervt nicht, nein. Es ist total leicht. Man muss nur einmal hingucken und sieht sofort... Ah, da ist er, ja. Yo, jetzt haben wir schon 8.967 Punkte und 3.800 Punkte haben wir allein in diesem Level gekriegt. Boah, man kriegt immer mehr Punkte. Level 6, was müssen wir... Es ist nicht deren Ernst, oder? 2 Santas mit grünem Anzug. Ein Dieb, einen, der einen nicht anschaut. Einen mit einer grünen Mütze und einen, der keinen Hut hat. Puh, okay. Nun gut, dem sei so. Und einfach alle, die anders sind, anklicken. Da ist doch ein Grüner und dieser Typ guckt mich doch gar nicht an. Yay! So, was sollten wir nochmal? Okay, ist noch einer mit grünen Klamotten. Das ist schon mal gut. Oh Gott, es sind so viele. Viel zu viele. Meine Augen tun schon weh vom vielen Weihnachtsmännern, ey. Und der hat was Rotes an. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was sich denn hier noch so befindet. Der Grüne sollte einem ja eigentlich ins Auge springen. Oder? Boah, da ist der Dieb, da ist der Dieb. Gut, nur noch 3. So viele Weihnachtsmänner. Eindeutig. Mit der grünen Mütze haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Den brauchen wir noch. Aber sind das denn noch die richtigen Größen von den Typen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Weil dann könnten wir ja einfach immer nach der Größe gucken. Da! Da ist der Typi. Und da ist der ohne Haar. Das heißt, wir müssen jetzt noch welchen finden? Oh, den mit den grünen Klamotten. Aber der fällt doch eigentlich auf. Den müsste man doch eigentlich finden. Und ist er da? Ist er da? Ist er da? Nein, er ist nicht da. Na komm, sei
bitte hier irgendwo, ich würde dich gerne finden, um dieses Level zu beenden und dann auch ein schönes Weihnachten zu haben, denn ich möchte es auch mal schaffen, Weihnachten zu retten, das wäre super toll, denn bum 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 bum. Oh Gott, gibt's hier nicht noch irgendwo den Typen? Er muss irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel einen so verarscht. Oh Gott, ich war gerade erst auf Klo. Ich habe das Gefühl, ich muss noch einmal. Oh, das ist unangenehm. Boah. Durchfall. Oh, richtig schöne, flüssige Scheiße. Hey, nicht nur aus meinem Mund sprudelt, sondern auch aus meinem Po. Und diese Musik nervt wirklich, aber dann kommt hinwegstens keine weitere Hintergrundmucke dazu. Und da ist der Typ. Mein Gott, meine Augen tun echt weh. Na gut, ein oder zwei Level mache ich, glaube ich, aber trotzdem noch. Weil 11 Minuten ist doch ein bisschen kurz. Oder das Spiel hat sich jetzt... Oh nein, es hat sich doch nicht aufgehangen. Und da unten sehe ich schon einen Typen. Oh. Da. Da war doch eben einer. Ich habe ihn doch gesehen. Da. Kenny. Ach, jetzt kriege ich 30 Sekunden dazu. Da ist so ein Typi. Oh Gott. Und ich pausiere jetzt einmal ganz kurz. Und ja, bin gleich wieder da. Ich muss nämlich auf Klo. So, und da bin ich auch wieder. Und oh, jetzt ist alles schön durchgemischt, weil die Typen sich da im Hintergrund nämlich immer weiter bewegt haben. Und wir müssen ein paar Leute finden. 10 Stück. Einen habe ich wohl irgendwie schon gefunden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir weiter. Und gucken, ob wir hier irgendwo irgendjemanden, der anders ist, sehen. Und rauszoomen. Hallo? Ach, ich bin schon rausgezoomt. Oh Gott. Und da oben ist ein Typi. Da. Hallo, danke. Also ich mache dieses Level noch zu Ende und dann habe ich davon auch genug. Da ist noch ein Typi. Hallo, Typi. Danke. Oh Gott, jetzt läuft die Zeit auch deutlich schneller ab, sehe ich gerade. Also es gibt 11 Level, soweit ich weiß. Und das hier ist jetzt schon das 7. Also es ist nicht so einfach, wie man, glaube ich, merkt. Und da haben wir nochmal 30 Sekunden mehr. Das ist gut, glaube ich. Und wir gehen wieder hier hoch. Gucken mal, ob wir noch irgendetwas sehen, was auffällig ist. Und da. Den haben wir. Boah, und da nochmal 30 Sekunden. Auch wenn ich, glaube ich, dann irgendwann... Da ist der nächste Typi. Müssen wir noch 3 Stück finden. Wut. Diese Musik geht mir total auf den Sack. Es geht mir mehr am Arsch vorbei, weil ich bald aufhöre. Denn ich... Oh Gott, die Musik hat ausgesetzt. Nein, aber sie hat schon wieder angefangen. Was brauchen wir noch? Ein Dieb, einen, der wegguckt und einen mit einer grünen Mütze. Denn mit der grünen Mütze sehen sollte man doch sehen. Und da ist nochmal ein bisschen Sekundenzeit hier. Ein bisschen Sekundenzeit, ja? Das ist gut Deutsch. Und da ist nochmal was ich umkippen kann. Da kann ich nochmal klicken. Da ist er nicht. Und die drei hier. Und komm. Dreh dich, geh auf. Nein, da ist auch keiner. Aufgemacht, aufmachen, bitte mach auf. Da ist der Dieb, das ist gut. Damit hätten wir den Dieb gefunden. Aber wir müssen natürlich noch die anderen drei echten Santas finden. Und nochmal 30 Sekunden. Oh Gott, die Zeit war eben aber schon wieder weit unten.
Da muss ich wohl aufpassen. Und gucken, ist hier noch einer der von denen, die ich suche? Ach, dem es jetzt gerade noch mal so richtig leckt. Aber trotzdem muss ich weitermachen. Und da ist der Typ mit der grünen Mütze. Und welcher fehlt uns jetzt noch? Dann kann ich nochmal genau gucken. Natürlich der Typ, der von mir wegkommt. Die hasse ich, die Typen. Die sieht man immer nur relativ schwer. Phew. Oh Gott, ey, ich habe echt nicht das Gefühl, dass ich schon rausgezoomt habe. Boah, also wenn man das Spiel sich noch schwerer machen will, als es eigentlich schon ist, kann man ja gerne reinzoomen, aber nicht mit mir. Mein Gott, wo ist der Typi? Du bist der Letzte, den ich noch brauche. Ich mach mal hier überall auf und wechsle das und mach das auf. Wo ist dieser Dorian, der von uns wegguckt? Er mag uns nicht, deshalb suchen wir ihn, um uns mit ihm anzufreunden. Ja, das versuchen wir hier jetzt schon lang. Und ich möchte gern aufhören, aber das kann ich nicht, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oder ich den Idioten gefunden habe. Das ist so viel für mein Gehirn. Ich schaff das nicht, diese große Informationsmenge zu verarbeiten. Oh Gott, wo ist dieser Idiot? Oh, ist dieser Idiot? Ich bin schon wieder am Verzweifeln. Ich sollte mir irgendwie mal einfachere Spiele, glaube ich, raussuchen, die ich euch zeige. Damit ich auch mal Weihnachten retten kann. Ich schaff's einfach nicht. Im Vergleich zu Jens und Lukas bin ich wohl scheiße. Ich weiß es nicht. Wo ist dieser kleine Idiot? Aber ich mag den Weihnachtsmann, weil es ihn nicht gibt. Deshalb mag ich ihn gern, weil es ihn nicht gibt. Ja, deshalb singe ich hier jetzt schon seit 5 Minuten fast durch. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es mögt. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es mögt. Ansonsten schreibt was in die Kommis oder lasst mich einfach komplett in Ruhe. Doch auch ein Abo wäre super toll. Und die Zeit ist gleich vorbei. Und ich hab den Idioten jetzt endlich gefunden. Und deshalb sage ich noch einmal Tschüss. Das war Seliarus von Void LP. Und er singt total belämmert. In 6 Tagen geht die Welt unter. Und deshalb wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.